Der nächste Sieg. Endlich mal wieder ein Sieg, so besser gesagt, ne? Endlich mal wieder ein souveräner Sieg. Wir sehen Mendel, Spieler, bester Spieler. Bubakai, Barry, der beste Spieler. Vom Gegner Maurikardi legt sich den Ball selber vor beim 2-0. Wir sehen auch Nakatomo, eine 2, super Spiel. Juan Jose 3,5 ist souverän. Jonathan Vidic doch eine lockere 2, Andanovic eine 2,1. Also die Noten gefallen mir diesmal besser. Giovanni Lunero auch eine 2,5. Also ja, das ist schön. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Mainz gewinnt und damit sind wir auch an die Franzosen vorbei. EA Gump. Das ist doch schön. Da gucken wir uns mal schnell die Ergebnisse an. Wir sehen, Florenz hat hier ein lockeres Spiel in der Gruppe. Hat alles gewonnen. Wir sehen mal Gruppe B, Hull City. Heute nur unentschieden. Gegen Olympique Lyon. Also wir. Gruppe D, Lokomotive Moskau. FC Villarreal. 7 Punkte. Porto, Celta, Vigo und Twente Enschede. Also da ist noch was drin. In der Gruppe Valencia locker hier weiter mit 4 Siegen. Dann ASC Jordan auch weiter. Also da kannst du nichts mehr sagen. Das ist eine spannende Gruppe. Also da ist noch viel drin. Wir sehen auch Wolfsburg. Bleibt dran, ne? Verlieren heute gegen FC Turin. Natürlich hoffen wir, dass die Turiner weiterkommen, aber die Wolfsburg kann auch weiter. Und die Ukrainer hier mit 10 Punkten müssten ja eigentlich auch locker durch sein. Tottenham, Beşiktaş, Istanbul verliert gegen Viktoria Pilsen, hätten sie mal gewinnen müssen. Wir sehen Gladbach 10 Punkte und ja, die Griechen sind auch weiter. Zenit ist auch weiter. Das ist hier noch eine spannende Gruppe hier. Salzburg, Metallis, Karif und Stroms, KZ. Ach du Scheiße. Ist naja, gehen wir mal einfach mal weiter. Gehen wir nicht mal hier um heißen Brei. Wir sehen gegen Udinese Calcio ist der nächste Gegner und dann würde ich mal sagen, müssen wir gewinnen. Müssen wir einfach gewinnen, wenn der 15. gegen uns spielt, dann müssen wir einfach gewinnen und ich hoffe, das machen wir auch. Wir sehen hier wieder Trainingsziele erreicht. Ja, Kalender, ne? Mach wie immer so. Mal gucken, ob der Jan Schlögel auch annimmt. Wäre doch schön. So, erste Mannschaft. Wir sehen Mendel eine 72, ist eine super Note. Also hätte ich das gewusst, dass er im Verteidiger. Ich habe es so letztens auch gesehen, warum habe ich den nicht gleich aufgestellt? Ja, so schnell kann man sich irren, ne? Mensch, 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 wir gucken. Ich brauche einfach mal einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler, der auch was kann. Das ist mir hier zu schlecht, was wir haben. Keiner hat Konstanz, keiner, kein einziger. Wir gucken mal vereinslos, ob wir da irgendwas finden. Nee, Massimo Ambrosio. Natürlich, der würde, ich glaube, der wird nicht zu Inter wechseln. Nur realistische und dann über eine 75 wäre mir schon schön. Dann gucken wir mal. Da haben wir einige. Ich würde mal sagen, können wir denn hier noch irgendwas einstellen? Fähigkeit, Konstanz. So, über eine 80 wäre mir schön. Mal sehen, wie viele Spieler wir. Okay, also alle sind schlechter. Mal sehen, bei einer 80. Okay, da haben wir einige. Wir sehen Morgen Schneiderlein, Schneiderlin. Wir sehen Harald Nordweit. Wir sehen auch den von Lazio rum, Christian Daniele letztes Mal. Lars Bender, 22 Millionen, kannst du gar nicht mehr zahlen. Marco Höger. Marco Höger. Ist aber ein Deutscher, ne? Der will ich was nicht. Kondo Kimba. Kimba. Ja, Kondo Kimba. Aber wir haben einen Franzosen, der gezeigt hat, dass er nicht kann. Aber Schneiderlein bei Southampton, den kenne ich ja. Also den habe ich ja schon einiges gesehen, dass er sich stark entwickelt hat. Wir sehen hier den von FC Sevilla. 22 Jahre. Ist erst gewechselt. Wir könnten ein Angebot. Ich will den Spieler auf jeden Fall halten. Okay. Wir haben ja mal angeguckt. Henrik Nordfeld. Der ist mir nicht der. Ja, der ist. Der spricht mir einfach nicht zu. Himbula. Himbula, ne?
Ja, komm, Imbula. Nee, was soll ich denn dazu sagen? Imbula, Alter. Wie kann man so heißen? Wie kann man so fast wie die Krankheit heißen? Das ist doch schon ein Witz, ey. Himbula. Himbula. Also, dann gehen wir mal auf die... Ja, wie viel hat der denn der Schneller in Erfahrung? Minus 1. Knappe Konstanz auf 80. Ja, Schneiderlein. Ja, der kann Englisch, kann Französisch. Kann Französisch, kann Deutsch. Kann Deutsch natürlich. Aber wenn wir von Italienischen, ist er hier einfach, der kann am besten Italienisch. Hat aber nur 75. Norwegisch, Englisch, Deutsch. Er war ja auch mal bei Arsenal, ne? Genau. Kam auch von der Gladbacher Jugend. Schneiderlein. Ah, ich möchte den Polen haben. Ich weiß nicht warum. Der sagt mir irgendwas. Er sagt mir, der hat's drauf. Harte Freistöße. Könnt ihr auch einfach mal weggehen und einfach nur mal die Konstanz. Also wir werden auf jeden Fall den Polen hier ins Blickfeld nehmen. Nehmen wir mal die Konstanz hier wieder raus. So, was machen wir dann? Defensives. Gucken wir einfach mal, was hier Bekanntheit so. Nigel de Jong. Kennen wir natürlich. War mal bei City. Ist dann natürlich dann zu AC Mailand gewechselt. Aber das können wir uns nicht. Das können wir einfach nicht machen. Das würde einfach hier unsere. Wie heißt das? Ich komme nicht drauf auf diese Fan-Dinger da. Die würden uns da abziehen. Mitgliedsbeiträge, ne? Die würden runtergehen. Aber Sebastian Rode. Oh, Sebastian Rode, ne? Bei den Kevin Prince Boateng. Bin ja ein Fan von Boateng. Bin ja auch ein Berliner, ne? Den Burschen, den kennst du einfach. Der hat diese Ghetto-Sprache. Ist natürlich aber auch ein schwieriger Typ, aber der kann einfach mit dem Ball umgehen. Und so ihn brauchen wir einfach mal. Der ist auch ein Arounder, der kann so viele Positionen. Den erhalten wir mal. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ja, konstant müsste Minimum eine 80 sein. Wir wissen, die Stärken sind die Zweikämpfe, die er hat. Der kann auch super Pässe spielen. Also nehmen wir den mal auch. Gehen wir mal so durch. Lazan Diarra. Mario Suarez. Spanier ganz Castro. Daniel D. Das kannst du erst nie wechseln. Chimbisa. So einen Namen gibt es hier auf der Welt. Kabue. Mulumba. Jankop. Banyam. Delf. Anita, Anita, Rodwell, Huddlestone, Abute, Clement, Lemony, wer ist er denn? Franzose, aha, Nummer Neustädter, Knitschaka, Bora, Lars Bender, Schneiderlein, aha, William, Cavola, Dejeng, ne, da haben wir, jetzt sind wir wieder durch. Also, ja. Lukas, Leiwei, TOT, Thiago Motta, ne, ist einer so. Den kennt man einfach, ne, der hat doch schon jahrelang bei, der war ja schon mal bei Inter. Einfach mal wieder zurückgründet werden, so eine Sache. Aber bringt das was? Der kann nicht, kann keine guten Pässe spielen. Ulan Inla, der hat super Führungsqualität. Noch inner, ist ja auch ein Schweizer. Türkisch und kann Italienisch, das ist ja das, er kann Italienisch. Konstanz ist eine 73, ist okay, das ist plus erfahren. Den holen wir uns, den nehmen wir auch ins Blickfeld. Also den holen wir sich, dann gehen wir mal in die Finanzen, dann können wir noch ein bisschen Geld umwandeln. Bauphysik, so machen wir alles mal ins Transfer drin. Wie immer. Inter Mailand kann das ja. So.
eigentlich wieder eine halbe Stunde, ne, Folge. So lange wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Also eine ist 11 Minuten, wisst ihr schon. Ist ja so geregelt. So, 20 Millionen Gehalt. Machen wir das mal so, 14 Millionen. Dann gucken wir mal unsere Scout-Dings an. Scout, Inla, Luz, Gustavo, Kevin, Prinz, Boateng. Kevin, Prinz, Boateng. Luz, Gustavo, Inla. Oder, nee, nicht geil. Nicht gay. Der hier, Krischowiak. Also, es ist, ja, ihr könnt ja mal hinten in die Kommentare schreiben, wen wir uns holen sollen. Krischowiak. Denn Kevin, Prinz, Boateng, Luz, Gustavo oder Inla. Also schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Hab keinen Plan. Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wen von ich den dreien oder den vieren kaufen sollte. Also da haben einige noch einiges vor im Leben. Außer, ja, Boateng ist erst 25. In Wirklichkeit ist der auch erst 28, ne? Darf man eigentlich gar nicht, oder 27 sogar. Ja, der 2012, oh, jetzt muss ich rechnen. 14, ne? Aber ja, 15, aber ich weiß nicht, wann er Geburtstag hat. Könnte ich jetzt Jan Schlegel lehnt Vertragsangebot ab? Ne? Ne, sagst erstmal in den Kommentaren, dass du zu uns kommen willst und kommst ja nicht, ne? Also, das kannst du jetzt verreißen. Kriegst keinen Vertrag mehr. Ne, muss ich nochmal gucken, ob wir den irgendwie unter Vertrag kriegen, ne? Ein neuer Jungspieler entdeckt. 2,5, schiebt ihr denn sonst wohin? So, jetzt guck mal, Kovacevic ist wieder fit, super. Schlögel lehnt Angebot ab, Fanartikel. Trainingsziel wieder alle erreicht. Ja, defensive Mittelfeldspieler macht er noch. Du Funken. Du Elefanten. Arsch. So, Aufhänger. Duschvorrang. So, erste Mannschaft. Ich hasse diesen blöden Rollstick. So, nehmen wir auf jeden Fall Kovacevic mit. Und dann gucken wir mal, Mendel lassen wir wieder als Innenverteidiger spielen. Gucken wir mal, was hier noch daraus wird. Ubi. Hernandez, ne? Ja, die defensive Mittelfeldspieler können echt nicht so viel. Also Kuzmanovic war ich ja Anfang der Saison noch echt stark überzeugt. Aber der hat abgebaut, genauso wie Hernandez. Ja, dann gucken wir mal schnell in die Taktik rein. Luis Muriel und Di Natale. Okay, wer wissen wir? Sonderbetreuung. Di Natale. Dein Kuzmanovic schnappt sich Luis. Wo gehen wir lang? Wir gehen ohne Vorgaben. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns. Haut rein, euer Berliner LP.